Lass es geschehen, YouTube, und herzlich willkommen zu einem kleinen Simulator. Das ist der Kinderbaumaschinen-Simulator, der von mir für Kinder im Alter von 5 bis 8 oder 9 empfohlen wird. Vielleicht sogar 10 Jahre, wenn man da noch Bock drauf hat. Und für manche YouTuber, die einfach keine Ahnung haben, wie man richtig Kommentare verfasst. Ich wollte schon immer mal irgendjemanden beleidigen in YouTube. Und ja, das Spiel ist für Kinder wirklich geeignet. Ich habe mal schon einen Account erstellt und kann euch dann mal so sagen, das Spiel ist relativ einfach gehalten. Man kriegt eine kleine Aufgabe vorgegeben. Das ist zum Beispiel Puzzeln habe ich jetzt mal ausprobiert. Rohrleitung verlegen habe ich mal ausprobiert. Rohrleitung verlegen. Da kann man wieder was ganz anderes drunter verstehen. Aber nicht Kinder, die zwischen 5 und 10 Jahre alt sind. Nur ihr Perverslinge. So, und dann ist zum Beispiel, zeige ich mal so ein Beispiel, das ist reparier die Brücke. Ich bin damit beschäftigt, die neue Brücke zu bauen. Ich hebe schwere Teile, das ist für mich kein Problem. Aber ich brauche Hilfe, die passenden zu finden. Große Aufgaben sind einfacher, wenn man sie zusammen erledigt. So, ist dann so ein bisschen Baumaschine, also dieser Bob der Baumeister mäßig aufgebaut. Spielübersicht, hilf Lars Lader, die Brücke zu reparieren. Die Brückenteile haben alle unterschiedliche Formen und nur eines passt. Finde das richtige Teil und klicke auf Lars, um es an seinen Platz zu setzen. So, dann müssen wir nämlich hier anfangen. Wir haben immer eine Zeit, die abläuft. Und dann müssen wir halt gucken, welches Puzzleteil passt denn am besten da rein. Würde ich mal sagen, klicken wir das an. Dann fährt er das davor und dann müssen wir ihn nochmal anklicken, den Kollegen. Tolle Arbeit. Und er lässt es dann ab. Dann kriegen wir immer ein Feedback, dass wir tolle Arbeit geleistet haben. Was für Kinder natürlich auch wichtig ist, dass die ein bisschen ein kleines Erfolgserlebnis kriegen. Tolle Arbeit. Wenn es richtig ist. Zwar, dass immer tolle Arbeit nur kommt, ist zwar ein bisschen schade, aber es ist wirklich für Kinder geeignet. Das ist ein super Baumaschinen-Simulator für die ersten tolle Male. Arbeit. So, um so ein bisschen mal zu gucken, wegen Puzzle hier und da, was passt denn am besten. Und dann machen wir das Spiel mal zu Ende. Dann werde ich nochmal eine andere Sache von diesem Simulator zeigen. Und dann müsst ihr halt mal sagen, was ihr davon haltet. Also ich finde das super und gebt keinen Daumen runter, nur weil euch das Spiel nicht gefällt, sondern Daumen runter gibt man. Warum gibt man Daumen runter? Ja, Snakefist ist hier, also ich rede nicht alleine. Warum gibt man Daumen runter eigentlich? Daumen runter gibt man doch eigentlich nur, wenn jemand wirklich ein Video als was ausgibt, obwohl es das nicht ist, oder? Sowas zum Beispiel, ne? Keine Ahnung. So zu. Weil einem das Video nicht gefällt. Ja, wenn einem das Video nicht gefällt, ja. Das gefällt ja vielen nicht, weil es nicht denen ihr Alter ist. Dann kriege ich ja nur Daumen runter. Ja, macht was ihr wollt, mir ist es egal. Auf jeden Fall haben wir das jetzt geschafft. Super Glückwunsch, du hast das Spiel gewonnen. Normalerweise steht hier noch, du hast einmal ein Malteil gewonnen. Also so ein Zettel. Den kann man, zeige ich euch mal einfach. Also wir wollen das nicht nochmal spielen. Dann geht ihr auf Bonusmateriale und hier bekommt ihr so Bilder, die ihr gewinnt. Das sind Ausmalbilder. Da könnt ihr raufklicken und dann können eure Eltern, die Eltern, oder wenn man das selber schon kann, drucken das Bild. Und dann kann man das, dann hat man so zwei Effekte. Man hat das Spiel für das Kind und dann hat man R2-D2 und dann kann man das Bild ausdrucken und ausmalen lassen für die Kinder. Was eigentlich sehr, 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 sehr gut ist, finde ich. Also, es passt wirklich. Und es gibt Spiele, die sind sogar noch etwas schwieriger, so wie das hier. Danny Dozer und ich brauchen deine Hilfe, die neuen Wasserrohre zu verlegen. Suche das richtige Rohr und es kann losgehen. So, hilf Benny Bagger, die Wasserrohre zu verlegen. Wähle ein Rohr mit der passenden Farbe und platziere es an der richtigen Stelle, bevor Danny Dozer das Loch zuschüttet. So, jetzt fängt der Kollege hier vorne nämlich an zu graben. Und dann seht ihr schon, an den Rohren sind immer Farben. Wenn er weiter hier ist, dann stehen hier unten Rohre. Und da muss man die richtige Farbe an das Rohr ransetzen. Das zeige ich euch gleich. Genau, jetzt kommt das nämlich. Jetzt müssen wir uns beeilen, bevor er das zuschüttet, der Kollege. Dann halten wir die linke Maustaste gedrückt, ziehen das rüber und lassen hier einfach los. Und dann müssen wir immer grün an grün. Jetzt ist hier gelb. Jetzt müssen wir natürlich wieder ein Rohr finden, das gelb ist. So, das geht dann halt immer so weiter. Du kannst auch mal ein anderes nehmen.
Müssen wir nur halt schneller sein als der Kollege hier vorne, Danny Dozer oder Benny Dozer oder wie der heißt. So, und dann kann man hier halt die Rohre ansetzen. Zack. Sieht gut aus. Immer noch ein bisschen super, so kleine Musik dazu. So, jetzt kommt so ein Rohr mit so einer... Gut gemacht. Ja, wie heißt das hier nochmal? Mit einer Kurve drinne. Hier oben ist dann Schluss. Jetzt fährt der nämlich weg und baggert hier weiter. Und dann müssen wir das hier rüber verbinden und dann ist das Spiel auch vorbei. Und das, damit beende ich dann auch das Let's Play, weil ich denke mal, ich habe jetzt genug dazu gezeigt. Es gibt natürlich noch ein paar andere Spiele. Zwei, drei Stück, da hat man so einen kleinen Traktor, da muss man halt durch die Stadt fahren, so immer die Straßen antippen und dann muss man immer Pflanzen, die da rumfahren, so wie bei Pac-Man mäßig einsammeln. Und dann muss man ins Stadtzentrum fahren und dort muss man dann halt die Blumen abliefern. Und dann hat man den Level eigentlich schon so gut wie geschafft. So, das wäre jetzt falsch gewesen. So, das wäre jetzt richtig. Oh, jetzt gräbt er das Loch da noch auf. Und dann kommt hier die Verbindung rüber und dann haben wir das schon so gut wie geschafft. Gut gemacht. Auch immer der super Sound dazu. So, jetzt nehmen wir natürlich das Rote und setzen das ran. Jetzt warten wir mal, bis er da vorne fertig ist. Da kommt jetzt keine Kurve mehr rein. Das wird jetzt nur noch gerade gebaut. Und dann ist es eigentlich schon fast fertig. Dann kommt noch hier nochmal, glaube ich, ein Rohr rein. Und dann ist das Setzen auch durch. So. Und da haben wir es geschafft. Super, Glückwunsch, du hast das Spiel gewonnen. Möchtest du es neu spielen? Nein, möchten wir nicht. Das war's für der Kinder-Baumaschinen-Kindersimulator. Irgendwie, ich weiß den Namen jetzt nicht mehr. Das habe ich am Anfang ja gesagt. Danke fürs Zuschauen, YouTube. Ich hoffe, ihr habt ein super Spiel gefunden. Ich verlinke unten nochmal den Link, wo ihr das kaufen könnt. Nein, ich kriege dafür keine Provision. Das ist einfach nur ein Link. Das Spiel kostet 1,99 €. Und wer Kinder hat in dem Alter... Den kann man das schenken, passt wirklich gut, ist ein super Spiel für Jung und für mich auch. Ich spiele das ja schon das vierte Mal durch jetzt, weil das, vielleicht überlege ich mir auch ein Let's Play dazu zu machen, aber das kommt dann noch. So, auf jeden Fall sage ich danke, tschüss und danke fürs Zuschauen, tschüss, nochmal tschüss, tschüss. Du sagst auch tschüss? Hab ich schon, tschüss. Du bist sehr höflich, tschüss.